Hey Leute, mein Name ist Darren. Ich bin Trainer der Hertha BSC eSport Academy und ich werde euch ganz kurz erklären, was die Bundesliga Home Challenge ist. In der Bundesliga Home Challenge geht es nicht darum, einen Titel zu gewinnen oder Preisgeld mitzunehmen. Es geht darum, euch Fans die Möglichkeit zu geben, eurem Lieblingsverein am Wochenende trotzdem die Daumen zu drücken. Gespielt wird dort im 85er-Modus. Man braucht pro Spieltag zwei Spieler. Ein Spieler muss aus dem aktuellen Bundesliga-Kader sein. Und die andere Person muss auch eine Funktion im Verein haben. Das waren am letzten Spieltag Maxi Mittelstädt und Elias Nerich. Es hätten aber auch Salomon Kalou und ich sein können. Beide Spieler spielen jeweils eine eigene Partie gegen einen Spieler des anderen Vereins. Und beide Ergebnisse werden am Ende dann addiert. Und somit wird am Ende halt der Sieger ermittelt. Solltet ihr euch noch fragen, ob es einen Spielplan gibt, den gibt es nicht. Es wird jede Woche sozusagen neu ausgelost, wie auch im DFB-Pokal. Hey Leute, mein Name ist Darren, ich bin Trainer der Hertha BSC eSport Academy und ich werde euch ganz kurz den 85er-Modus erklären. Im 85er-Modus sind alle Spieler grundlegend gleich stark. Sie haben eine Gesamtbewertung von 85 Punkten, das heißt, Vedat Ibisevic ist genauso gut wie Cristiano Ronaldo und Karim Rekik ist genauso gut wie Virgil van Dijk. Natürlich setzt man Rekik jetzt nicht im Sturm ein, weil seine Schusswerte trotzdem schlecht sind. Die Punkte sind nämlich positionsorientiert verteilt worden. Dennoch gibt es zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal die Körpergröße, die ist im Tor sehr wichtig und auch in der Innenverteidigung. Was aber viel wichtiger ist, ist die Bewertung des schwachen Fußes. Mit einem Stern hat man einen sehr schlechten schwachen Fuß und mit fünf Sternen den bestmöglichen. Bei uns spielt im Sturm zum Beispiel Kibrit. Er hat eine 4-Sterne-Bewertung auf dem schwachen Fuß und ist somit besser bewertet als die meisten Spieler von Hertha BSC. Wir spielen im 85er-Modus, weil es dort die wenigsten Vorteile gibt für irgendeinen Verein.
bereitet eben eine Dreierkette vor, um wirklich in jeder Situation so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Und da muss man sagen, da ist Tom auf jeden Fall gut vorbereitet, denn er hat sich hier seine Formationen im Vorfeld schon mal sauber und ordentlich zurechtgelegt. Und dann werden wir gleich reinstarten. Tom übrigens nicht gemeldet gewesen für die Virtual Bundesliga Club Championship bei Hertha BSC. Das wurde nur aus zwei Leuten gemeldet bei Hertha. Und Marcel in dem Sinne gar nicht dabei gewesen, da Dynamo Dresden an der Virtual Bundesliga Club Championship in diesem Jahr nicht teilgenommen hat. Das letzte Duell der beiden Vereine gab es übrigens im Oktober 2019 und das ging 5-4 für Hertha aus. Davor hat es sehr, sehr lang gedauert. Davor gab es das letzte Duell 2013 in der zweiten Liga, 1-0 damals für Dresden. Also auf dem reellen Platz haben sie sich schon etwas länger nicht mehr gesehen, auf dem virtuellen noch gar nicht und dementsprechend wird es hier richtig spannend. Dynamo Dresden musste bis dato eine Niederlage hinnehmen und durfte einen Sieg verbuchen und zwar am ersten Spieltag mit 2-8 gegen Frankfurt und am zweiten Spieltag 4-6 der Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Dementsprechend wären es 3 Punkte, gäbe es eine echte Tabelle. Hertha BSC, ähnliche Situation, allerdings am ersten Spieltag gewonnen und zwar 6-3 gegen Paderborn. Und dann gab es eine ganz, ganz bittere Geschichte gegen Freiburg am vergangenen Wochenende. Da ging das erste Spiel mit 6-1 für Elias aus und dann ging Spiel 2 komplett unter die Räder mit 1-11 und damit sicherten sich dann die Freiburger den Sieg doch noch gegen die Hertha. Das war eines der spektakulärsten Spiele der vergangenen Wochenenden. Aber alles auf Null gesetzt. Heute ist ein neuer Tag, neues Glück. So muss man es auch sagen. Tom, 24 Jahre jung, ein trotzdem schon sehr erfahrener Spieler im E-Sport. Muss man dazu sagen, macht das sehr, sehr sauber und ordentlich. Auch schon, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, mittlerweile 2 Jahre bei Hertha dabei, beziehungsweise 2 Saisons. Ich glaube, 2 Jahre sind es noch nicht ganz, aber 2 FIFA-Saisons bei der Hertha unter Vertrag. Und im gesamten Team trainieren sie da und dementsprechend immer wieder gut für ein sauberes Spiel nach vorne, immer wieder gut für viele Tore. Das könnte heute spannend werden. Vor allen Dingen auch Marcel Gramann, den wir das letzte Mal gesehen haben gegen Kai Detovolin. 3-1 gab es da eine Niederlage für ihn, aber er bekommt eine zweite Chance und darf sich hier beweisen. Immer wieder muss man auch sagen, dass das natürlich auch erfahrene E-Sportler sind, gegen die er ran muss. Der Marcel Gramann, Kai Detovolin, einer der besten Spieler der Welt aus Leverkusen und jetzt eben Tom Bismarck, der auch, wie gesagt, schon etwas länger mit dabei ist, der erfahrener ist, der aus der Hertha E-Sports Akademie kommt und dementsprechend eigentlich perfekt vorbereitet sein muss hier auf den 85er-Modus. Um euch nochmal den 85er-Modus zu erklären, ihr seht es auf beiden Seiten steht immer so eine kleine 85 neben dem Spieler. Das bedeutet, es gibt eine Gesamtwertung von 45 bis 99, kann man die Spieler raten. Normalerweise sind die Spieler auch unterschiedlich geratet, heißt ein richtig guter Spieler hat eben einen höheren Wert, ein etwas schlechterer in Anführungsstrichen Spieler, der vielleicht aus der zweiten Bundesliga kommt, hat dementsprechend etwas schlechtere Werte. In diesem Modus sind alle Werte gleich, alle auf 85 getrimmt. Das Einzige, worin wir uns unterscheiden, ist eben in den Positionen. Ein Stark ist natürlich nicht so schnell wie ein Kunja und hat nicht so einen guten Abschluss. Aber er hat ein sehr gutes Stellungsspiel in der Defensive und hat sehr gute Tackling-Werte, kann sehr gute Grätschen ansetzen, hat eine deutlich höhere Sprungkraft. Also alle Werte, die eben in der Defensive gebraucht werden, sind etwas höher geratet. Dafür sind eben Werte, die in der Offensive gebraucht werden, niedriger geratet. Dasselbe gilt dann für den Außenverteidiger. Der ist trotzdem schneller als ein Innenverteidiger.
hat aber nicht so gute Verteidigungswerte, braucht aber dann vielleicht etwas mehr im Dribbling, in der Beweglichkeit, einfach um sich auch mal im Offensivspiel einbinden zu können. Und ansonsten geht es eben genauso weiter in den einzelnen Positionen. In der Virtual Bundesliga Club Championship gab es dieses Duell übrigens noch nicht, hatte ich ja gesagt. Dresden momentan ohne Team in der Virtual Bundesliga Club Championship. Dort nehmen ja auch mittlerweile 22 Clubs teil aus der ersten und zweiten Liga. Und auch da wird momentan ausgesetzt. Die Finals oder das Grand Final der Virtual Bundesliga im Einzel hätte noch stattfinden sollen am ersten Spieltag, wo es dann die Bundesliga Home Challenge gab. Da durch eben die aktuelle Zeit mussten wir auch diesen Termin verschieben. Und deshalb freuen wir uns sehr auf die Bundesliga Home Challenge. Und wenn ihr übrigens mitdiskutieren möchtet, wenn ihr was zu sagen habt und möchtet es uns über Social Media mitteilen, dann benutzt gerne den Hashtag Bundesliga Home Challenge. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, positiv, negativ, Kritik, aber gerne auch Lob. Und natürlich lasst uns wissen, welche Spieler fehlen euch noch, wen wolltet ihr gerne sehen. Der ein oder andere Verein ist ja noch nicht dabei. Welchen Verein fehlt euch bei der Bundesliga Home Challenge? Und was macht für euch die Bundesliga Home Challenge so besonders? An Spieltag 1 durfte übrigens noch Terracino ran bei Dynamo Dresden und Barış Artık. Also da wurde komplett durchgewechselt ab dem zweiten Spieltag. Erst seitdem sind Marcel Gramann und Justin Löwe quasi das Line-up für die Bundesliga Home Challenge. Marcel Gramann durfte auch eben als Dynamo-Mitglied und ich habe gelesen, sehr aktiv übrigens generell in der Dynamo-Szene. Unterstützt da auch sehr, sehr viele Projekte, habe ich gesehen. Bin ich sehr gespannt, wie er sich heute schlägt. Wie gesagt, letzte Woche gab es noch eine Niederlage, aber nochmal neue Woche, neues Glück insgesamt. Alle Spiele heute in sehr, sehr spannenden Lineups, glaube ich. Das könnte nochmal sehr interessant werden. Und ich freue mich wie immer später auch nochmal auf die Schiedsrichter. Die sind ja immer so ein bisschen so ein Highlight. Sind ja eigentlich kein echtes Bundesliga-Team, aber da freue ich mich auch sehr, die Jungs nochmal zu sehen und zu schauen, wie sie sich schlagen und zu schauen vor allen Dingen, ob Dennis Aitekin auch später seine Form, abrufen kann und vielleicht noch einen Sieg einfahren kann. Bei der Hertha haben wir auch das Lineup ersetzt. Elias Nährlich und Maximilian Mittelstädt waren an den ersten beiden Spieltagen mit dabei. Da konnte Elias beide Spiele gewinnen. Einmal mit 4:1 gegen Friedler von Pauli und einmal mit 6:1 gegen Flecken. Das 4:1 damals reichte noch, um den Gesamtsieg für die Hertha einzufahren. Denn da hat Maximilian Mittelstädt noch 2:2 gegen Karpitsch von Pauli gespielt. Aber bei dem 6:1 gegen Flecken, da war es nicht genug, denn da durfte sich Maximilian Mittelstädt am Ende mit 1:11 geschlagen geben. Und damit gab es eben die Gesamtniederlage von 7:12 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende. Das ist schon ein hartes Brot, das man dann da mit sich tragen darf. Aber diese Woche neues Line-up, neues Glück. Vielleicht ja auch, vielleicht, man darf es ja nicht übertreiben, vielleicht ja auch das gesamte ein bisschen, wie soll ich sagen, das gesamte Line-up geändert, um da jetzt punkten zu können. Wir sind übrigens ein bisschen später dran. Ihr merkt, es ist 15.37 Uhr, um das nochmal offensiv anzusagen. Die Kommunikation hier natürlich, wir müssen alles abpassen. Wir sind etwas später dran. Das kann natürlich bei jedem anderen Termin auch vorkommen. Wir sind alle zu Hause. Wir müssen alle die Kommunikation eben über andere Devices machen und es muss alles sauber rausgespielt werden. Dementsprechend verzeiht uns, wenn wir da das ein oder andere Spiel im Verzug sind. Es kann durchaus auch mal passieren, dass wir das ein oder andere Spiel, vor allen Dingen die Zwischenpartien, etwas früher drin sind. Ich hatte ja gesagt, in etwa wird eine Partie 25 Minuten dauern, beziehungsweise ist 25 Minuten angesetzt. Das heißt, wenn um 15.30 Uhr das erste Spiel starten sollte, wo wir jetzt halt etwas drüber sind, dann sollte das zweite Spiel um etwa 15.55 starten. Wie gesagt, viele Richtwerte, denn nochmal, jeder sitzt zu Hause, denn das ist auch unser Motto, stay home and play. In der aktuellen Zeit sollten wir uns alle Mühe geben, uns an diese Richtlinien zu halten.
Und damit wir hoffentlich bald möglichst wieder in unseren Alltag zurück können. Deshalb nochmal der Hinweis, es kann schon mal vorkommen, dass wir ein Spiel etwas später starten, einfach aufgrund der Kommunikation, einfach aufgrund dessen, dass wir etwas verspätet sind, weil wir auch an sehr viele verschiedene Signale senden und dort eben auch alle bereit sein müssen. Die Spieler scheinen auf jeden Fall bereit zu sein. Auch sie warten, ihr seht es am Handy, gerade bei Tom Bismarck, der wahrscheinlich darauf wartet, dass man ihm das Go gibt. Auch ganz normal nochmal, die Kommunikation ist eben nicht wie bei einem Offline-Turnier oder wie beim Fußball. Da kann der Schiedsrichter nicht einfach auf den Platz gehen und die Pfeife in den Mund nehmen und das Spiel anpfeifen. Nein, hier muss vernünftig über die digitale Welt kommuniziert werden. Hier muss vernünftig durchgesagt werden, Achtung, ihr sollt jetzt starten oder eben auch nicht. Ich denke, wir werden bald möglichst starten. Sehr interessant übrigens auch Pascal Köpke, auch neu reingekommen bei Hertha BSC. 4 Bundesliga-Einsätze hat er gespielt, noch kein Trefferchen, aber im DFB-Pokal, da durfte er auch ran in einem Spiel und dort gab es ein Tor und eine Torvorlage. Spannend wird's, wenn es dann auf den digitalen Rasen geht und er dann im Anschluss auf Justin Löwe trifft. Ein Bundesliga-Einsatz in der zweiten Bundesliga kommt aus der eigenen Jugend von Dynamo Dresden. Also auch noch jung, 21 Jahre, der Justin Löwe. Der wird auch ein bisschen was am Controller können. Letzte Woche gab es für ihn den Sieg, ein 1:5 gegen Wendell. Der sicherte den Gesamtsieg gegen Bayer 04 Leverkusen am Ende am vergangenen Spieltag. Erst hatte ich erwähnt, Marcel Gramann verlor mit 3:1, aber Justin Löwe holte trotzdem für Dynamo 3 Punkte, indem er ein 1:5 gegen Wendell raushaute. Das ist eine Geschichte, die man eben nur bei der Bundesliga Home Challenge sieht. Tore über Tore, auch gestern. Also auch da muss man sagen, gestern sehr, sehr viele Tore gefallen. Insgesamt sehr viele Tore in der Bundesliga Home Challenge. Ich erinnere mich einfach mal an letzte Woche zurück. Da waren sehr viele Spiele mit wahnsinnig vielen Toren. Immer wieder auch einseitige Ergebnisse, ja, aber das gehört halt einfach dazu. Fußballprofis sind nicht so oft am Controller zu finden. Und gerade wenn sie zum Beispiel auf einen E-Sportler treffen, dann haben sie ihre Schwierigkeiten zum Teil. Aber es gibt eben auch Fußballprofis, die richtig gut sind, die einfach bockstark FIFA spielen, weil sie das auch leidenschaftlich tun in ihrer Freizeit. Und da vielleicht auch die ein oder andere Minute in der Woche investieren. Und wenn man dann so Ergebnisse sieht zwischen Maximilian Mittelstädt, der letzte Woche für die Hertha aufgelaufen ist, von 1:11 gegen Schlotterbeck, dann fragt man sich manchmal, okay, der Schlotterbeck, der hat schon mal Bock gehabt, eine Runde FIFA zu spielen. Und Maximilian Mittelstädt konnte sich da tatsächlich kaum wehren. Er wusste, glaube ich, gar nicht, wie ihm geschieht. Natürlich gibt es auch Tage, da läuft alles, wie du willst, aber auch Tage, wo eben gar nichts läuft. Das ist so im Fußball, aber auch in FIFA 20, im E-Sport. Da kannst du der beste Spieler der Welt sein, wenn du einen Rabentag erwischt, wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst, dann kann es auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen und dementsprechend muss man auch hier immer wieder sagen, neues Spiel, neues Glück. Für die, die gerade reingeschaltet haben, wir sind ein bisschen in Verzug. Das heißt, wir sind noch immer vor dem ersten Anstoß und dementsprechend brauchen wir noch einen Moment, bis die Jungs da loslegen. Und ich kann euch nochmal erzählen, was euch so erwartet zwischendurch. Wir haben also Duelle der E-Sportler heute am heutigen Tag. Das Ganze aufgeteilt. Jetzt erstmal gleich Marcel Gramann gegen Tom Bismarck. Außerdem wird bei Mainz gegen Augsburg wird es ein E-Sport-Duell geben zwischen Dominik Weihrauch, der ist neu dazugekommen bei Mainz 05 E-Sports, beziehungsweise neu ins Team bei der Bundesliga Home Challenge, ist schon etwas länger bei Mainz 05 E-Sports dabei, hat sich damals in einem E-Sport-Qualifier für die Virtual Bundesliga auf Platz 2 gespielt. Außerdem, der trifft auf Yannick Bederke, der 2 Siege aus 2 Spieltagen einholen konnte
in der Virtual Bundesliga, in der Bundesliga Home Challenge, nicht in der Virtual Bundesliga, sondern in der Bundesliga. Hoffenheim gegen Pauli, dort treffen Plaploop gegen Noah Itkin aufeinander, beide E-Sportler, Noah Itkin eben bei Pauli E-Sports und Plaploop, Marcel Schwarz, aka Plaploop, ist bei Hoffenheim Mitglied und auch FIFA-Coach bei B-Part Gaming. Das so die Duelle, die wir im Zeitraum haben des in Anführungsstrichen E-Sports. Wir haben aber auch Duelle heute, zum Beispiel das Spiel zwischen Union Berlin und Nürnberg ab 19.40 Uhr. Da treffen nur Fußballspieler aufeinander. Julius Kader auf Felix Schimmel und Kevin Schlotterbeck auf Tim Handwerker. Aber genug gequatscht. Jetzt geht's rein ins erste Spiel des Tages. Ich freue mich auf diese Partie zwischen Marcel und Tom. Marcel von links nach rechts für Dresden und Tom von rechts nach links für die Hertha BSC. Falschrum übrigens, von links nach rechts die Hertha und von rechts nach links die Dresdner. Und es geht los. Der Seitenwechsel, der erste Angriff ist immer einer der wichtigsten, denn mit dem kannst du überraschen. Mit dem kannst du den Gegner aushebeln und früh in Führung gehen, denn da ist die Defensive und da merkt man es noch nicht komplett geordnet und dann ist er schon drin. Keine 5 Minuten hat es gedauert. Wir haben ein bisschen warten müssen, aber aufs Tor, da lässt uns Tom Bismarck hier nicht warten. Das macht er richtig gut. Wie gesagt, ein bisschen Raum und dann mit voller Wucht ins kurze Eck 1:0. So schnell kann es gehen. Ein Torschuss, ein Tor, 100% Ballbesitz. Na klar, gerade mal 5 Minuten gespielt. Aber das ist FIFA. Hier geht's richtig los. Ich freue mich auf weitere spannende und hoffentlich torreiche 90 Minuten beziehungsweise 85 plus gegebenenfalls Nachspielzeit. Das war mal ein Start nach Maß. Und die Frage ist, was kann hier die Dynamo entgegenbringen? Was kann hier Marcel entgegenbringen in dieser Partie? Marcel Gramann, E-Sportler eines E-Sports-Vereins aus Dresden. Also nicht aus dem Fußballverein von Dresden, sondern er ist beim E-Sports-Verein 404 Multigaming, der in Dresden eben seinen Hauptsitz hat. Und nochmal die Möglichkeit jetzt für die Dresdner. Aber sehr gut aufgepasst von Tom. Der steht da in einer soliden Defensive, versucht er immer wieder drauf zu gehen, sofort zu stören. Also sobald Marcel in das Drittel der Hertha vorkommt, dann wird er sofort in ein 1-gegen-1-Duell gebeten von Tom. Marcel versucht reinzukommen. Nochmal in Rückraum. Petrak ist im Strafraum, aber dann stark gemacht hier mit Stark. Gut verteidigt von Tom. Und er darf wieder. Jetzt heißt es aufpassen. Wieder ein langer Ball in die Spitze auf Piatek. Piatek, nochmal Kibrit. Kibrit in die Mitte, irgendwie nochmal einer dran und jetzt muss er ihn rausbringen. Macht er gut, Kreuzer über die rechte Seite. Also hier wird sofort Gas nach vorne gemacht. Dresden, das war schnell nach vorne gespielt, das war gut gemacht. Tom mit einem Ballgewinn und dann mit einem schnellen Ball nach vorne. Nochmal, er spielt in einem 4-2-2-2, das hatte ich vorhin einmal angemerkt. Versucht dann also sowohl die zwei zentral offensiven Mittelfeldspieler als auch die Stürmer zumindest hier von Beginn an überlaufen zu lassen, um so schnell wie möglich irgendwie die Viererkette zu überspielen. Jetzt kommt er hier wieder über Luke Bacchio mit der Ballrolle. Muss erstmal wieder abbrechen, findet wieder Luke Bacchio, der in den Rückraum und dann der Abschluss. Einmal, zweimal und ein Verteidiger dazwischen und dann ist es erstmal geklärt. Und jetzt vielleicht für Marcel die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Aber wird direkt wieder im Halbfeld angegangen und bekommt nicht mal
den Einwurf, den darf die Hertha wieder ausführen, den darf wieder Tom Bismarck ausführen. Wieso auf dem Weg? Immer wieder 22 Minuten bis hierhin. Auf jeden Fall kleiner Vorteil für Tom, der natürlich auch mit dem 1:0 im Rücken vielleicht etwas mehr Rückenwind hat und dadurch auch mutiger spielt. Luke Bakio, der kriegt den irgendwie auf den Fuß von Kibrit. Aber dann ist wieder ein Innenverteidiger da. Also jetzt gibt es diesen Raum eben nicht mehr so wie zu Beginn. Guter Versuch hier von Marcel mit einem hohen Ball auf Königsdörfer. Königsdörfer im 1 gegen 1 auf den Außen. Muss nochmal zurück auf den Außenverteidiger. Kreuzer. Ach, das ist schön. Zieht den Ball zurück und stoppt nochmal. Gollnack, Kreuzer. Klingenburg, wohin geht's für Marcel? Schmidt kriegt den nicht durch. Nun wieder die Hertha, wieder Tom im Ballbesitz, der ja Elias Nährlich ersetzt hier in diesem Spieltag. Elias Nährlich konnte beide Einzel für sich gewinnen, beziehungsweise für die Hertha gewinnen an den vergangenen Spieltagen, aber insgesamt gab es nur einen Gesamtsieg für die Berliner. Klingenburg, guter Seitenwechsel. 30 Minuten gespielt und so langsam aber sicher findet sich auch der Dresdner Marcel Gramann in diese Partie. Hinten steht er gut, hinten steht er solide. Nach vorne, da geht es zumindest mal ins Drittel der Hertha. Ins Drittel von Tom, der allerdings dann immer wieder gut verteidigt. Nochmal, man muss hier ganz klar sagen, Tom mit den vermutlich besseren Trainingsbedingungen in der Hertha E-Sports Akademie. Wer da ab und zu mal reinschaltet in die Streams und das Ganze auch Social Media technisch verfolgt, weiß, dass es ein recht professionelles Ambiente ist. Und das haben eben nicht alle E-Sport-Vereine, vor allen Dingen nicht die Kleinen. Die müssen dann eben genauso wie wir jetzt von alle von zu Hause jeweils das Coaching auch von zu Hause übernehmen. Die Hertha hat eben die Möglichkeit, alle ihre Spieler aus der Akademie zusammenzubringen. Außer an heutigen Tagen natürlich. Jetzt müssen sie auch alle von zu Hause arbeiten. Und dementsprechend hat man da grundsätzlich eine sehr gute Voraussetzung, um sich immer bestens auf das neue FIFA vorzubereiten. Und wieder die Hertha, wieder Tom, Piatek Richtung Grundlinie. Da kommt er allerdings nicht dran. Und jetzt Königsdörfer für Marcel, für Dynamo Dresden. Aber er wird direkt wieder angegangen. Also man merkt sofort, dass Tom hier immer wieder drauf will. Guter Ball jetzt mal in die Spitze. Der Abschluss, 45. stark gehalten. Ganz stark gehalten, eine gute Möglichkeit hier nochmal vor der Halbzeit das Ding vielleicht auszugleichen, aber es gibt natürlich noch einen Torhüter bei der Hertha hinten drin. Kreuzer und nochmal Marcel, nochmal die Möglichkeit, nein, gibt's nicht mehr. Hier gibt's den Halbzeitpfiff und die knappe 1:0 Führung für die Hertha, für Tom Bismarck. Ich bin gespannt, ob da in der Halbzeit was kommt. Oder ob sie taktisch so bleiben. Wir sehen, wenn ich mich recht erinnere, das Bild der Hertha. Das heißt, es könnte sein, dass Marcel hier noch ein bisschen was vorhat. Aber viel Zeit hat er nicht gebraucht. Rein in Halbzeit 2. Dresden jetzt von links nach rechts und direkt mit dem Aufbaufehler. Aber auch Tom Bismarck hier mit einem kleinen Flüchtigkeitsfehler und dementsprechend wieder Einwurf für Dresden, wieder Einwurf für Marcel Gramann. Kreuzer für Dresden, Kreuzer für Marcel und wieder im Aus. Also hier in Halbzeit 2. Ich weiß nicht, ob es Nervosität ist. Das würde ich hier eigentlich kaum behaupten. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine neue Situation. Viele Zuschauer, die den Jungs auch zuschauen, und sie wollen unbedingt zeigen, was sie können. Sie sind nicht umsonst FIFA-E-Sportler.
und wollen natürlich auch das Maximum rausholen. Aber da gehören eben auch kleine Fehler dazu und die haben wir gerade zu Beginn dieser zweiten Halbzeit gesehen. Askasiba mit dem Dribbling wird aber direkt wieder angegangen. Ja, versucht über das Kombinationsspiel irgendwo eine Lücke aufzureißen. Ist natürlich sehr zentral und jetzt gut dazwischen gegangen mit Klingenburg von Marcel Gramann und versucht den Steilpass in die Spitze. Da ist allerdings auch wieder ein Verteidiger dabei und löst das richtig gut. Darida. Kebret. Wo geht's hin? Die Defensive steht mal richtig gut bei Marcel Gramann, aber gut gespielt hier von Tom und dann ist der Verteidiger wieder dran. Aber der Ball kommt immer wieder. Tom versucht hier früh im Ballbesitz zu gelangen, immer wieder Druck auf Marcel hier auszuüben. Luke Bacchio. 30 Minuten noch. 30 Minuten, um mir vielleicht einen Ausgleich zu erzielen und seinem Mitspieler eine bessere Ausgangsposition fürs Rückspiel zu besorgen. Das mal aus Sicht von Marcel Gramann. 30 Minuten durchhalten heißt es hier allerdings für Tom. Oder vielleicht sogar noch einen drauflegen, um da eben seinem Mitspieler Pascal Köpke, der ja im Anschluss gegen Justin Löwe ran muss, eine bessere Ausgangsposition zu besorgen. 1-0 ist erstmal okay, aber wir haben sehr viele hohe Ergebnisse schon kippen sehen. Und dementsprechend ist das lange nicht komfortabel. Gelöst hier von Gramann. Macht das ordentlich. Und darf jetzt wieder neu aufbauen. Klingenburg auf Gollnack. Nimmt nochmal Königsdörfer mit. Ball im Haus. Einwurf. 25 Minuten noch. Was fällt hier Marcel Gramann ein? Was fällt dem jungen Dresden-Mitglied ein, um sich hier gegen Tom Bismarck durchzusetzen? Das ist mal ordentlich gespielt, hat jetzt ein bisschen Raum, aber da ist sofort wieder Tom Bismarck mit den Innenverteidigern dran. Lässt da wenig Zeit zum Atmen und jetzt kommt er mit einem Konter. 3, 4, 5 Leute mit dabei auf der linken Seite. Gäbe es Platz, muss allerdings wieder abdrehen, weil natürlich auch Marcel weiß, wie man die Räume eng bekommt und das macht er gut und dementsprechend muss Tom Bismarck hier neu aufbauen. Nochmal versuchen, irgendwie die Lücken zu finden. Kunja. Askasiba. Nochmal einen Schritt zurück zu Darida. Und dann bleibt er hängen. 18 Minuten noch. Die Zeit läuft und läuft. Im ersten Spiel. Es hat so gut angefangen. Direkt der Treffer nach dem Anstoß. Und jetzt wird hier erstmal sicher gespielt, irgendwie verteidigen und vorne dann Nadelstiche setzen. Guter Übersteiger, aber auch hier wieder bockstark verteidigt von Tom Bismarck. Das ist richtig gut. Also defensiv brauchen sie sich beide nichts vorwerfen, das muss man ganz klar sagen. Offensiv, da fehlen gerade so ein paar Ansätze, auch wenn Tom Bismarck hier immer wieder nach vorne stürmt, kommt er durch die Defensive von Marcel Gramann nicht wirklich durch. Jetzt vielleicht Kunja in Richtung Strafraum, Kunja, und da ist das 2-0. Und sofort geht's in die Pause und dann werden hier neue, frische Leute auf den Platz gebracht. 3 in Summe, also es soll mehr Tempo rein, 13 Minuten noch. Und das war mal ein richtig guter Pass in die Spitze. Das war sauber gespielt. Wir sehen es, nicht viele Torabschlüsse. Aber vor allen Dingen der letzte Angriff von Tom Bismarck war richtig gut gespielt, war sauber ausgespielt und hat sich dementsprechend das 2-0 definitiv verdient. Und schickt damit zumindest nach aktuellem Stand Pascal Köpke, den wir ja noch nicht haben FIFA spielen sehen, mit einer komfortablen 2-0-Führung ins Rückspiel. Nochmal, wenn es so bleibt. 13 Minuten sind noch. 13 Minuten noch, um das hier irgendwie wieder gerade zu biegen. Das ist Zeit genug. Das könnte reichen. Aber 13 Minuten sind eben auch nur 13 Minuten. Man kann es sehen, wie man will. Der Ballbesitz auf jeden Fall erstmal bei Hertha. Bei Dynamo und dementsprechend
sind es ganze 13 Minuten, um hier zumindest mal den Anschluss zu machen. Und wenn man den Ball verliert, dann wechselt sich das Ganze in nur 13 Minuten. Denn wer FIFA 20 schon mal gespielt hat und weiß, wie sich die Spielmechanik anfühlt, es ist alles etwas langsamer als in den letzten Jahren. Man kann die letzten Minuten noch verhältnismäßig gut runterspielen, ohne das wirklich als Zeitspiel machen zu müssen. Denn so ein Angriff dauert eben seine Zeit, wenn man ihn nach vorne vernünftig spielt. Und jeder Ballbesitz hier für Tom Bismarck würde Marcel Gramann richtig wehtun. Aber erstmal ist er im Ballbesitz. Erstmal darf er versuchen, hier selbst nach dem Anstoß zum Torerfolg zu kommen. Macht das klasse. Schöner Dragback. Und da ist er. Ganz, ganz wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiges Ding. Und jetzt sind es noch 6 Minuten. Noch 6 Minuten. Aber Ballbesitz eben bei Tom Bismarck. Ballbesitz bei der Hertha. Und Marcel Gramann muss irgendwie Druck machen. Muss irgendwie versuchen, an diesen Ball zu kommen, so schnell wie möglich. Und dann nochmal einen Angriff starten. Und Bismarck über die Flügel gekommen, das war gut. Dann allerdings auch gut verteidigt mit Kreuzer von Gramann. Jetzt ist der Ball im Aus und es gibt Einwurf für die Hertha. Und auch das löst hier Tom richtig gut. Das Gelbrett. Und jetzt muss er raus, er muss sich raustrauen, er muss irgendwie die Lücken öffnen, er muss versuchen hier Tom Bismarck von Hertha unter Druck zu setzen. Hittelstedt, Darida. Stark, Skjelbred. Ja, sieht ordentlich aus, Mittelstedt, Köpke. Und jetzt 90 Minuten um, 2 Minuten Nachspielzeit, das wird wohl nicht mehr reichen. Das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe. Die letzten Minuten runterspielen ist verhältnismäßig einfach, ohne das Zeitspiel zu machen. Und dann gibt es den Schlusspfiff und den Sieg, der am Ende in Ordnung geht für Tom Bismarck in dieser Partie. Das hat er intelligent gespielt, vor allen Dingen auch in Halbzeit 2. Er hat das sehr gut draufgedrückt, hat versucht, so viel wie möglich Druck auf eben seinen Gegenspieler, auf Marcel Gramann auszuüben. Ist ihm sehr gut gelungen. Was ihm nicht gelungen ist, ist da vorne richtig die Dinger in Reihen in, oder in Schaden.
Justin Löwe, der geht mit der Formation von Tom Bismarck rein im 4-2-2-2, also mit zwei Spitzen und vorne ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Offensivpower. Das wird auch nochmal spannend werden. Nochmal, Justin Löwe am vergangenen Woche den guten Wendell einfach mal mit 1-5 aus dem Stadion gefegt und sich damit den Gesamtsieg geholt gegen die Leverkusener. Der war ja letzte Woche das erste Mal im Einsatz. Am ersten Spieltag gab es dann noch die Niederlage. Da waren aber beide nicht dabei, weder Marcel Gramer noch Justin Löwe. Ich will ja nichts vorausschreien, aber vielleicht ja personelle Veränderungen, um da eben zu punkten. Auch nochmal es gibt keine Wertung an dieser Stelle. In diesem Wettbewerb, es ist ein Spaßwettbewerb, wir wollen euch unterhalten und wir wollen natürlich auch den Jungs die Möglichkeit geben, sich selbst gegenseitig ein wenig zu challengen. Aber ja, nichtsdestotrotz, Terracino musste eine 0-4 Niederlage hinnehmen gegen Andy, das ist noch, sage ich mal, eine klare Geschichte und vollkommen in Ordnung. Andy, der E-Sportler von Frankfurt und Barış Artık damals mit 2-4 gegen Nils Stendera, auch der Frankfurter. Und dann gab es den Wechsel und den ersten Sieg, 4-6 gegen Leverkusen. Mal schauen, ob Justin Löwe auch hier eine Lösung hat, ob Justin Löwe auch hier diese Partie wieder drehen kann und für sich entscheiden kann. Er macht es auf jeden Fall sehr fokussiert, sieht zu, dass er wirklich jede Einstellung auch richtig macht. Man merkt, er hat sich beschäftigt mit diesem Spiel. Ich weiß nicht genau mit diesem Modus, aber er hat schon mal eine Ahnung, wie man das Ganze hier vernünftig auf die Beine stellt. Er hat es ins 4-2-2-2 gestellt. Es gibt nochmal den Daumen nach oben. Hat er gerade gezeigt, let's go. Wahrscheinlich gab es da das Go. Auch da nochmal, wir sind etwas später dran als geplant insgesamt. Aber auch das eine Sache der Kommunikation, eine Sache dessen, dass hier alles sauber ablaufen muss, in alle Richtungen verteilt werden muss. Und es ist nicht so, als würden wir alle zusammensitzen in irgendeiner Ecke und jeder könnte dem anderen sagen, starte jetzt. Nein, wir sind alle von zu Hause. Nach dem Motto Stay Home and Play möchten wir natürlich euch ein bisschen Unterhaltung bringen und euch aber auch darauf hinweisen, dass ihr euch genauso wie wir an die geltenden Regeln halten sollt, damit wir so schnell wie möglich wieder in unseren geregelten Ablauf können. Aber jetzt rein ins Spiel. 2 Minuten gespielt. Ballbesitz für die Dresdner, Ballbesitz für Justin Löwe und der versucht's mal mit dem Kopf durch die Wand. Einmal, zweimal der Abschluss und hinten nochmal den Spieler zurück. Das macht er kongenial. Das macht er richtig gut. Ich hätte erwartet, dass er ihn schießt, aber er macht's per Hacke in die Mitte. Das sah richtig schick aus und hätte definitiv einen verdient gehabt. Aber auch hier steht immer noch der Keeper im Tor bei der Hertha und die können jetzt mal kommen mit dem Konter. Pascal Köpke. Nochmal, den haben wir noch nicht gesehen. Der ist das erste Mal hier auf dem virtuellen Rasen am Controller für Hertha BSC. Köpke hat sich auf jeden Fall selbst mit aufgestellt. Krujic auf Kunja. Kunja! Der sah nicht schlecht aus. Den hatte ich schon fast drin gesehen. Stark gemacht, gab ein bisschen Raum, nimmt ihn direkt angeschnitten und dann ganz knapp am Tor vorbei. Zumindest mal von hier oben sah es so aus. Ein bisschen einen kleinen Hackler, aber damit können wir leben. Auch das eine technische Geschichte. Es gibt keinen Spectator-Modus in FIFA 20. Damit sind wir auch ein bisschen abhängig von den Livestreams, die Spieler uns stellen. Und eben auch in dieser Zeit wird das Internet häufig viel genutzt. Und dann kann es schon mal zu so Geschichten kommen. Wieder gut gespielt. Also Pascal Köpke hier, der einen sehr guten Eindruck macht. Klar, Justin Löwe mit der ersten Riesenmöglichkeit. Aber die Antwort von Pascal Köpke ließ nicht lange auf sich warten. Und er hat schon 2 richtig gute. Und jetzt muss hier Justin Löwe aufpassen, dass er sich nicht beeindrucken lässt von der Performance von Köpke. Und Köpke wieder auf dem Weg nach vorne. Kunja. Also zwischen. Da wird selbst mal aufbauen. Unsauber. Den darfst du dir so nicht erlauben. Köpke oben ist nochmal Kunja. Köpke mit dem abgebrochen. Und den hat er gerochen. Der Löwe. Und jetzt gibt es mal ein bisschen Raum über die Zentrale. Schmidt. Auf Königsdörfer. Nochmal Schmidt.
Er versucht hier straight in die Spitze zu kommen. Das gelingt nicht. Da ist Köpke jetzt sehr gut sortiert in der Defensive. Kunja. Ball im Aus. Ball im Aus. Foul war es hier, glaube ich. Korrekt. Kunja darf antreten. Ist die Frage, ob er den auch tatsächlich treten wird. Nein, Grujic soll es machen. Und es könnte einen direkten Freistoß geben. Sieht ein bisschen danach aus. Er versucht direkt. Und das Aluminium war es, glaube ich. Guter Versuch. Sehr guter Versuch hier von Pascal Köpke. Den Ball direkt ins Tor zu buxieren. Aber das Aluminium rettet hier Justin Löwe. Und er kommt jetzt für Dresden über die linke Seite. Schmidt kriegt ihn nicht auf Ebert und wieder die Hertha dazwischen. Wieder Pascal Köpke. Dem gelingt es hier im 4-2-3-1, das 4-2-2-2 von Justin Löwe gut auszuhebeln. Defensiv steht er sauber, lässt kaum was zu und im Gegenteil, macht selber viel Druck, auch hier wieder. Kein schlechtes Timing, nicht perfekt, dementsprechend kommt er nicht an, aber die Idee war auf jeden Fall mal gut. Schmidt, Petrak, nochmal Löwe, nochmal mit dem Angriff. Die Zeit läuft, er muss langsam und da ist er und es gibt noch eine Anspielstation. Schmidt braucht ein bisschen lang. Braucht ein bisschen lang und bekommt nicht mal die Ecke hier. Also Justin Löwe fehlt natürlich auch. Nochmal, letzte Woche 5-1 gegen Wendell. Da hat er das Ruder nochmal rumgerissen. Schafft das heute auch. Heute ist es nur ein Türchen, das er aufholen muss. Und zwei Türchen, wenn er es drehen will. Aber erstmal Hertha mit dem Angriff. Pascal Köpke, der wird immer wieder gefährlich. Und jetzt der lange Ball von Löwe. Die Möglichkeit, den Konter zu fahren. Auf der anderen Seite werden 1, 2, 3 Leute zumindest mal im Strafraum. Und dann ist Köpke wieder dran und es gibt Eckball. Auch hier Kiprit per Kopf und nochmal Ecke. Aber der Kopfball kommt nicht schlecht. Der Ball kommt auf jeden Fall an, aber aufs Tor kommt er nicht. Guter Ball auf die linke Seite. Und Köpke wieder im Strafraum mit dem Abschluss abgefälscht und wieder knapp daneben. Die dritte richtig gute Möglichkeit. Hier wäre es mit Hilfe der Gegner gewesen. Schießt jetzt bei der Ecke seinen eigenen Mann an. Und so gibt es Abstoß für Löwe, für Dresden. Hier nicht gut rausgespielt. Nochmal Köpke, nochmal die Hertha. Auf Kunja, der mal mit dem Kopf durch die Wand, mit Wucht einfach mal draufschießen. Bekommt zumindest mal eine Ecke. Und die kommt gar nicht schlecht. Geht auf jeden Fall per Kopf genommen, kriegt da keinen Druck richtig hinter. Oh, da ist viel Platz in der Mitte, da ist ganz viel Platz. Richtig guter, langer Ball. Und dann in der Mitte noch eine weitere Anspielstation und ganz drüben ist noch einer mit dabei. Er kriegt ihn hin, er spielt ihn an und das müsste kein Abseits sein. Und damit das 1-0 für Justin Löwe und der Ausgleich in der Partie. Insgesamt jetzt 2-2 zwischen Dresden und der Hertha. Und so kann es gehen. Wieder der Angriff von Köpke und dann der schnelle Konter. Und der kommt richtig gut. Klasse drüber gechippt und dann ganz viel Raum. Und drüben gab es zwei Anspielstationen. Er findet seinen Mitspieler und macht hier das 1-0. Und Köpke ist gefragt, der ohne Frage eine richtig gute Partie macht. Der immer wieder früh dran ist, der immer wieder zu Chancen kommt. Aber eben das Ding nicht rüberbuxiert bekommt und dementsprechend hatten wir schon in der vergangenen Woche immer wieder das Thema. Wenn du sie nicht machst, dann kann es sich rächen. Und das passiert hier gerade. Und nochmal Löwe wird hier allerdings wieder gestoppt von Köpke, der noch einen Angriff bekommt in dieser ersten Halbzeit. 3 Minuten Nachspielzeit, 2 Minuten noch zu gehen. Köpke auf Kunja, Kunja, Kunja Richtung Strafraum. Kunja nicht zu stoppen, Kunja 1-1. Und ganz, ganz wichtiges Ding hier für Köpke. Und man merkt auch, wie fokussiert er ist. Also da gibt es noch erstmal keine Jubelschreie, denn das Ding ist noch nicht durch. Das weiß der ganz genau. Und so gehen wir in die Halbzeit mit diesem knappen 1-1. Und insgesamt einem Torführung für die Hertha.
Und beide lassen sich nicht viel Zeit im Pausenmenü. Beide sagen sich, hey komm, es funktioniert doch. Lass uns weitermachen. Stark. Auf Klünter. Angriff, Aufbau. Nach dem Anstoß für die Hertha. Und ich sage es immer wieder, der gefährliche Moment nach dem Anstoß. Da ist die Defensive noch nicht perfekt formiert, aber Löwe bekommt das gut hin und bekommt jetzt quasi den Angriff während dieser Situation, dass die Defensive halt noch nicht hundertprozentig formiert ist, aber auch hier gut verteidigt mit Plattenhardt und dann legt er ihm den quasi wieder auf den Fuß. Und Löwe darf suchen. Löwe findet Schmidt. Schmidt, wo geht's hin? Nochmal auf die Außen. Richtung Grundlinie, Ball in die Mitte und Jahrstein, ganz, ganz wichtig, dass er da rauskommt, dass er das Ding rausfischt, weil wenn der einen Meter weitergeht, dann klingelt es hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Köpke zu kontern. Geht wieder in die Mitte, das ist ein Fehlpass, leider nur in den Rücken seines Mitspielers. Und da schleichen sich kleine Fehler bei Köpke ein. Manchmal sind sie in Anführungsstrichen bewusst ausgeführt, natürlich nicht gewollt, aber bewusst eben falsch gemacht. Manchmal muss man sagen, wie der Pass in den Rückraum, den kannst du halt einfach nur versuchen so zu spielen und kannst beten, dass die CPU den richtig ankommen lässt. In dem Fall war es nicht so, aber den Ball blind dem Gegner in den Fuß spielen, das sollte er nicht tun. Wieder Jahrstein, wieder gute Möglichkeit für Löwe. Gelbrett und wieder die Berliner, wieder Köpke. 30 Minuten, 32 Minuten plus gegebenenfalls Nachspielzeit. Kunja, der Torschütze zum 1:1. Da muss jetzt Löwe aufpassen. Nochmal Kunja, und da schmeißt er sich rein, aber die zweite Möglichkeit gibt es auch. Ibisevic, Ibisevic mit der Ballrolle, hält das Ding an, stellt den Körper rein, aber stark wieder von Löwe. Er bleibt dran, er lässt nicht nach und erobert so den Ball. Schmidt, Petrak, sauber gespielt auf Königsdörfer. Und jetzt haben wir noch 30 Minuten. Wir könnten mal frisches Blut sehen. Das ist die Frage, wann wird gewechselt? Wann sagt Löwe, ich brauche hier frisches Blut auf dem Platz, um mehr Tempo machen zu können? Und vor allen Dingen auch sauber alles ausspielen zu können. Die Zeit rennt. Natürlich ist es nur ein Tor. Aber ein Tor würde eben nicht für den Gesamtsieg reichen, sondern erstmal nur für einen Ausgleich. Und da wird sich Köpke auf jeden Fall gegen stemmen. Aber Löwe kommt Richtung Strafraum. Löwe! Und wieder gut reingeworfen da in diesen Ball. Von Köpke und Jahrstein dann zur Hilfe. Nimmt den Ball an. Skjelbred. Skjelbred bekommt sehr viel Raum, weil Löwe da nicht richtig drauf geht. Versucht, die Pässe zu antizipieren. Und dann nimmt Köpke einfach ein paar Schritte und besorgt sich damit ganz viel Raum nach vorne. Klasse gemacht. Schöner Dragback. Nochmal in den Strafraum. Nimmt Ibisevic mit. Ibisevic Richtung Grundlinie. Ibisevic! Und gut gehalten. Aber der Ball ist noch heiß. Und dann der zweite Versuch. Und Grujic war es, glaube ich. Und der geht deutlich drüber. Und jetzt haben wir das Pausenmenü. Jetzt sollen die frischen Leute kommen und hier für mehr Tempo sorgen. Klar, frische Stürmer rein. Stürmer, die jetzt nochmal die letzten 20 Minuten Vollgas nach vorne treiben können. Nochmal ein Schlückchen für Löwe aus der Wasserflasche, damit der Konzentrationspegel hochgehalten wird. Dann geht's rein in die Schlussphase dieser Partie, in die Schlussphase des Matchups zwischen Dresden und Hertha. Und gut reagiert von Köpke, nimmt hier den Keeper mit, nimmt hier Jahrstein mit und versucht es dann mit einem langen, weiten Ball. Da sagt der Schiedsrichter noch Abseits, da muss man schon fast von Glück sprechen, dass Köpke da das Abseits gepfiffen wird, denn er wäre instant wieder zurückgekommen. Petrak. Nochmal Löwe. Luke Bakio. Kommt. Oh, Luke Bakio, den darfst du nicht direkt wieder so in den Fuß bekommen. Und jetzt
Hat sie wieder auch nochmal geklärt bekommen. Und dann dieser Fehlpass, das ist zu einfach. 12 Minuten noch, die rennt die Zeit davon und du spielst dem Gegner das Ding flach in den Fuß. Und Köpke, jetzt mit dem Angriff. Klar, die Defensive von Löwe steht noch, aber irgendwann wird er aufmachen müssen. Erstmal wieder mit dem Unentschieden nicht zufrieden sein. Und das Zweite ist, er wird natürlich auch gerne den Gesamtsieg irgendwie holen wollen. Goldnack, der ist frisch! Und das Aluminium! Und das Aluminium, klasse gespielt! Guter Spielzug, vor allen Dingen auch schnell und schwer zu antizipieren für Köpke. Und dann hat er da schon den frischen Stürmer mit dabei und setzt das Ding an den Pfosten. Das ist bitter und belastend. Und Glück für Köpke an dieser Stelle, der in Halbzeit 2 noch nicht so gut vorne durchbrechen kann. Und wieder der Ballverlust, aber wieder nicht gut rausgespielt von Löwe. Und nochmal Köpke auf dem Weg nach vorne. Krujic, Ibisevic, kann er den Deckel drauf machen? Nein, Löwe dazwischen und den Ball wieder lang und weit. Bleibt sogar im Ballbesitz. Er muss erstmal wieder abbrechen. Das gibt hier Köpke die Zeit, seine Defensive zu formieren. Und das gelingt ihm auch. 3 Minuten noch. Aber Köpke, jetzt ist er wieder dran. 2 Minuten. Die Zeit rennt. Und wenn hier Justin Löwe was reißen will, dann muss er jetzt aber zum Torerfolg kommen. Zumindest den Einzelsieg holen und das Unentschieden für Dresden irgendwie eintüten. Aber erstmal die Hertha, das müsste abseits gewesen sein. Jawohl, war's. Und dann gibt's noch einmal Ballbesitz. Schnell wieder verloren. 2 Minuten der Nachspielzeit um. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Es gibt den Schlusspfiff. Und den Sieg für die Hertha, unentschieden in dieser Partie. Kein Sieg in diesem Einzel für Pascal Köpke. Aber den Gesamtsieg für die Hertha 2-3 insgesamt in dieser Partie. Und damit sehr, sehr gut gespielt.